Wolfgang Müller, bekannt für sein ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, wurde jetzt mit der Ehrennadel der Stadt Dülmen ausgezeichnet. Diese hatte zur Verleihung viele Weggefährten zu einer Feierstunde auf dem Markt der Möglichkeiten eingeladen. Ja, die Dülmener Ehrennadel hat schon eine ziemlich lange Geschichte, ist schon über 50 Jahre oder knapp 50 Jahre. Und die wird für besondere Leistungen auf dem sozialen Gebiet über lange Jahre und für ehrenamtliches Engagement verliehen. Also eine ganz besondere Auszeichnung, die es nur sehr selten gibt. Ja, was macht Herrn Müller so besonders in den politischen Augen? Ich glaube, er war auf allen Ebenen immer unterwegs und vernetzt und hat sich für die Menschen und für die geflüchteten Menschen insbesondere eingesetzt. Auch aufgrund seiner Persönlichkeit, glaube ich, hat er sehr viel bewirken können und für die Leute das Beste rausholen können, sei es auf Dülmener Ebene, auf Kreisebene oder eben, wie wir gehört haben, auch auf NRW-Ebene hat er immer an den Rädern gedreht, um dann die besten Bedingungen für die geflüchteten Menschen herauszuholen. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch Liedbeiträge der Sängerinnen Annika und Sarina Schulz aufgelockert. Dann erfolgte die Verleihung der Ehrennadel und Überreichung einer Urkunde an Wolfgang Müller für sein langjähriges und vorbildhaftes Engagement für geflüchtete Menschen. In seiner Dankesrede erinnerte Müller an seine verstorbene Ehefrau, mit der er gemeinsam gute Menschenrechtsarbeit geleistet habe. Ich bin geboren in Berlin, aber ich habe in Berlin auch als Kind noch Bombensplitter gesammelt, die noch warm waren. Das war eine Attraktion damals. Heute sehe ich das natürlich anders. Und heute geht mir das ans Herz, wenn ich sehe, was in der Ukraine abläuft. Ja, die Ehrennadel ist ja eine Auszeichnung, die die Stadt Dülmen zu vergeben hat. Und drückt natürlich in einem besonderen Maße aus, das, was man an Tätigkeiten innerhalb der Stadt Dülmen geleistet hat, wobei der Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld und die Flüchtlingshilfe Dülmen immer auch überregional und über die Grenzen hinweg gearbeitet haben. Wir haben uns nicht dagegen gewehrt, wenn Hilfesuchende kamen und Schutzsuchende, die von außerhalb kamen, ihnen weiterzuhelfen und sie sozusagen auf die Spur zu bringen. Parteikollege Florian Küber freute sich über die Auszeichnung von Wolfgang Müller. Die Zusammenarbeit sei für ihn eine persönliche Bereicherung gewesen. Es war wirklich eine Bereicherung, mit Wolfgang zu arbeiten, auch wenn er nicht immer einfach war. Er wollte seine Sachen durchsetzen, zum Wohle der vor allen Dingen geflüchteten Menschen. Aber da konnte man wirklich viel lernen und auch viel politisches Feingefühl rauskriegen. Ja. Die Auszeichnung ist für Wolfgang Müller kein Schlusspunkt. Er will sich auch weiterhin im Flüchtlingsrat dafür einsetzen, geflüchteten Menschen zu helfen.